Einen wunderschönen guten Morgen, guten Sonntagmorgen. Ich freue mich über unseren Live-Chat heute. Es ist großartig, wenn das heute alles klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht machen wir am Anfang einen Soundcheck. Ich spiele jetzt ein Stück, was ich eigentlich nächste Woche als Tutorial schon mal vorgedacht habe. Und er schreibt mir, ob man mich gut hören kann, ob Klavier gut klingt, ob nicht scheppert. Das heißt Outlander-Thema. Vielleicht kennt ihr, das ist ein wunderschönes Lied und ich habe das so extra für Anfänger vorbereitet. Also wir haben hier unser typisches Element in der linken Hand, was wir eigentlich ganz, ganz oft schon gespielt haben. Und die rechte Hand ist angenehm zu spielen. Also, Soundcheck, ja? Schreibt mir bitte, ob alles gut ist. Das ist ja D-Dur. Ein wunderschönes Lied, ja? Also ich gehe davon aus, dass es alles klappt mit Klang und Ton und Bild. Ja, guten Morgen nochmal an euch alle. Ich freue mich riesig über unseren heutigen Chat. Wir haben schon lange sowas nicht mehr vereinbart. Ja, normalerweise hatten wir nur die fertigen Unterrichte und ihr seid so fleißig, schon so viele tolle Sachen mit mir zusammen gelernt und ich dachte, ich habe euch auch schon vermisst. Möchte gerne hören, wie es euch geht. Hoffentlich seid ihr alle gesund und munter und einfach heute austauschen über das alles, was wir bis jetzt Schönes gespielt haben. Ja. Christian, guten Morgen. Ihr könnt mir gerne schreiben und ich werde jetzt so live antworten. Wir können jetzt einfach mal über alles besprechen, was ihr bis hierhin erlebt habt, was Klavier betrifft. Unter diesem Video oder als ich Ankündigung gemacht habe, hatte ich schon mal eine Frage bekommen und zwar wegen kurze Arpeggios, das ist eine super, super Übung. Ich würde sagen, wichtigste Übung auf dem Klavier. Und leider ist es auch noch sehr schwer. Also bei uns in Klavierlernen für Erwachsene, Teil 7, habe ich das erklärt und auch erwähnt, dass diese Übung muss man eigentlich jahrelang üben. Ja, also das ist die wichtigste Übung und ich würde sagen, das ist auch sehr schwer. Also man kann das nicht in einer, zwei Wochen lernen. Jedenfalls, ich habe das für die rechte Hand erklärt und ich sehe, ihr seid so fleißig und übt das so gut. Und die Frage war, was man mit der linken Hand macht. Eigentlich, Fingersätze sind sehr wichtig, das zeige ich dir jetzt. Und welche Bewegungen man mit der linken Hand macht, das ist auch sehr wichtig. Also diese zwei Sachen, kurze Sachen, zeige ich am Anfang. Und dann können wir alles anders besprechen. Also die rechte Hand war so, das ist von C.
das ist Kurzarpeggio. Wichtig ist, dass wir hier akzeptieren, dass unsere Finger nicht alle lang gleich lang sind. Manche sind lang, manche sind kurz und wir müssen immer helfen, denjenigen, die kurz sind, und nicht ignorieren und einfach immer so steif halten. Die Finger, die kürzer sind, die müssen ein bisschen geholfen werden. Also bei C gehen wir mit dem Ellbogen ein bisschen nach links und dann ist der Daumen zufrieden. Dann hat er mehr Kraft dadurch. Und wenn wir weiterspielen bis zum fünften Finger, dann ist fünfter sehr dankbar. Der ist sehr, sehr schwach eigentlich. Der ist sehr dankbar, wenn wir mit dem Ellbogen ihm auch helfen. Und deswegen automatisch sind wir jetzt so ausgerenkt mit dem Ellbogen nach außen. Dann entsteht diese Bewegung. Das ist eine sehr, sehr wichtige Bewegung. Darf man nicht unterschätzen. Weil wenn man das einfach steif spielen würde, würde man ganz schnell Krampf bekommen. Und ja, es ist einfach nicht natürlich, so zu spielen. Und wir haben ganz oft in unseren Stücken solche kurze Arpeggio, ständig, überall. Deswegen bitte immer lassen wir unsere Hand atmen, Arm atmen, ja? Das heißt also immer diese Bewegung machen, nach links, nach rechts mit Ellbogen. Das ist natürlich und dann werden wir nie verkrampft. Egal in welcher Tempo wir spielen, egal wie laut oder leise wir spielen, wir werden nie verkrampft sein. Ja, wie die Pianisten, die Konzerten spielen, die spielen auch ganz schnelle und effektvolle Sachen, aber sie können das stundenlang spielen. Man fragt, wie geht das? Deswegen, weil sie immer solche Bewegungen machen. Die sind vielleicht minimal, aber sie spielen nie gerade. Also, bei der rechten Hand war das so, ja, das von links nach rechts. Von links nach rechts und für die rechte Hand fangen wir auch mit C an und Finger sind 5, 4, 2, 1, 5, 4, 2, 1, 5, 3, 2, 1. Unter diesem Video oder als Antwort habe ich schon geschrieben, die Fingersätze, da könnt ihr vielleicht sehen. Und jetzt zeige ich die Bewegungen. Also, weil fünfter Finger ist ja schwach, ne? Dann müssen wir ihm helfen und wir gehen von oben. Der kann ja eigentlich von alleine selbstständig nicht stehen. Der hat Tendenz zu liegen, fünfter Finger, ja, eigentlich so. Um ihm zu helfen, müssen wir ihn so ein bisschen aufrecht halten und Ellbogen von rechts. Also, das sieht dann so aus. So, von da. Dann ist er gezwungen, wirklich zu stehen. Und das ist gut so. So. Und dann gehen wir von oben, so wie Regenbogen, so. Von oben nach unten. Und da sind wir wieder angekommen auf dem Boden. Und so jedes Mal. Dann kommt wieder von oben und dann so. Aber mach das nicht künstlich. Zwing dich nicht mehr, als du möchtest. Genauso wie du spürst. Du musst spüren, wie es für dich gemütlich ist. Und so, nicht zu hoch, nicht zu tief, aber so, wie es für dich gemütlich ist. Und dann, im Grunde müssen eigentlich diese Bewegungen entstehen. So wie Regenbogen, noch einer und noch einer. Dann wirst du nie verkrampft sein. Niemals. Aber das verlangt viele Stunden Übung. Also das klappt nicht sofort so. Erstmal muss man sich kümmern um die richtigen Finger, um die richtigen Noten und dann auch noch um diese Bewegungen. Deswegen, Hauptsache, bleib immer entspannt und nimm am besten so ganz langsam ein Tempo, dass du das alles schaffst. Also hetz dich nicht. Wie gesagt, diese Übung, dafür brauchen wir jahrelang. Deswegen nach und nach und viel Geduld. Irgendwie muss man motiviert, auch so eine Übung zu spielen sein. Wir müssen uns gegenseitig motivieren. Genau. Übrigens, ich habe jetzt bei Facebook eine Gruppe eröffnet für uns alle, die uns gegenseitig motivieren können möchten. Dann können wir vielleicht dort austauschen und schreiben, wie klappt das alles. Nicht unbedingt nur mit dieser Übung, aber grundsätzlich, was man so aktuell spielt und welche Probleme man aktuell hat. Vielleicht
kann anderen mit irgendeinem kleinen Tipp schon helfen und so gegenseitig unterstützen wir uns. Das ist großartig. Ja, also guten Morgen alle, die gekommen sind. Alexandra, guten Tag. Silvi, wow, ich liebe Outlander. Schön. Also ja, Outlander mache ich nächste Woche Mittwoch, diesen Tutorial. Und das wird für Anfänger sein oder für diejenigen, die schon etwas fortgeschritten sind und möchten einfach neue Stücke trainieren, um dieses ja, Formblattlesen trainieren. Weil es ist, wenn man etwas fortgeschritten ist, dann sollte man auch nicht immer am gleichen Stücken sitzen und nur ein oder zwei Stücke üben. Man sollte ja nach Möglichkeit jeden Tag was Neues lernen, weil man kann sich das leisten, man kann das schon einigermaßen vom Blatt langsam abspielen, wenn man fortgeschritten ist. Und dann sollte man das weiter trainieren. Einfach nur solche schönen Stücke spielen oft und damit man immer fließender wird im Formblattlesen. Guten Morgen, Okisin. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Extra für dich habe ich das nochmal erwähnt, auch mit diesen Bewegungen. Bestimmt hast du früher auch so steif gespielt. Denk einfach dran. Es kann nicht natürlich sein. Alle Finger sind doch unterschiedlich lang, ja? Und man kann das nicht einfach nicht akzeptieren. Sie sind nun mal so. Und deswegen diese Bewegungen unvermeidbar. Ich hoffe, dir geht es schon besser. Ja, und wenn Hand beim Üben wehtut, dann sollte man sofort aufhören. Dann macht man irgendwas falsch und unser Körper sagt uns, dass so weiter nicht geht. Das ist so ein kleines Signal und das müssen wir unbedingt akzeptieren. Sofort aufhören. Es sollte niemals wehtun. Niemals. Auch wenn man 6 Stunden lang übt oder 8 Stunden lang pro Tag, so wie ich das früher. Es sollte niemals wehtun. Einfach sofort aufhören und überlegen, was man falsch macht. Okay? Ja, Alexandra schreibt, ist es schwer, Adagio al Benoni zu lernen? Ja, Adagio al Benoni ist schwer zu lernen. Das ist Profistück und natürlich, man kann das auch etwas angenehmer machen, also für Anfänger anpassen. Diese Variante, was ich gespielt habe, irgendwo auf dem YouTube, glaube ich, auf dem Deutschen oder auf dem Russischen habe ich das gespielt. Nicht als Unterricht, aber als Cover. Also das ist wunder, wunderschönes Stück. Wirklich. Aber ich habe das im Original gespielt. Von daher, das ist ungefähr, ich glaube, so schwer wie Hotel California. Alexandra, du hast Hotel California gespielt. Ungefähr so diese Schwierigkeit. Aber alles ist schaffbar. Wenn man es möchte und bereit, Zeit zu investieren, ist alles schaffbar. Ich finde es auch toll, wenn man so schöne Stücke spielt. Da ist man bereit, etwas mehr zu üben für so eine schöne Musik, ja? Ja, Christian, der Sound passt. Super, vielen Dank. Bernd, guten Morgen. Klasse Hinweis zu Arpeggio, schreibt Bernd. Ja, also Arpeggio habe ich eingegliedert in meinen Klavierlernen für Erwachsene-Kursus in 7. Teil, aber eigentlich ist es so schwer, dass es schon eigentlich irgendwann mal später hingehört. Nur damals habe ich eine Frage bekommen, ob ich irgendwelche Übungen empfehlen kann und deswegen habe ich das so spontan auf die Frage beantwortet. Und eigentlich ist es auch super wichtig. Das, glaube ich, das Wichtigste, was das Schwierigste und das Wichtigste, was Klavierspielen angeht. Deswegen. Einmal zum Kennenlernen ist schon super. Dann wisst ihr Bescheid. Okisin schreibt, das hätte ich gerne früher gewusst. Aber es ist nie zu spät. Und ich hoffe, dass bei dir geht schnell. Schmerzen vorbei.
Christian schreibt, machst du das am Mittwoch nochmal? Ja, am Mittwoch haben wir Tutorial von diesen Outlander. Habe ich schon eingeplant. Olga, guten Morgen. Es ist schön, mit dir zu üben. Leana, 10 Jahre. Oh, schön. Das ist großartig. Super. Genau. Also in diesem Sinne wollte ich, ja, wollte ich einfach mal mit euch das alles nochmal zu besprechen. Im Moment, ich persönlich plane also dieses Stück Outlander für Mittwoch. Und so, hinter Kulissen mache ich jetzt Flucht der Karibik bis zum Ende. Das ist auch sehr, sehr cooles Stück. Man hat da so viele professionelle Läufe, also schwierige, schnelle Stellen. Und ich habe festgestellt, das schafft jeder. Ja, wenn man das hört, denkt man, das ist einfach nur noch viel zu schwer für mich. Das ist vielleicht irgendwann mal später. Und gestern war ich dabei, die schwierigste Stelle zu erklären in meinem Tutorial. Und habe festgestellt, dass ja, wenn man dieses Stückchen so lernt, dann ist es schaffbar. Dann ging ich zum nächsten Stückchen weiter und dachte, ja, das ist auch schaffbar. Und dann drittes Stückchen weiter, ging auch und vierte. Und am Ende habe ich gesagt, eigentlich ist es alles logisch aufgebaut und man kann das sogar als Anfänger schaffen. Wahnsinn. Bernd schreibt, ich finde gut bei Üben immer große Pausen zu machen. Lieber 3 mal 20 Minuten als 1 Stunde am Stück. Ja, das ist wirklich so. Und wichtig am Üben, dass man immer sich wohlfühlt und immer so bestimmte Laune hat. Man kann sich eigentlich nicht zwingen zum Üben. Auch nicht in unserem Alter. Wir machen das eher für Hobby, ja. Das ist ja das, was wir so gerne mögen. Also zwingen kann man sich da nicht. Ist nicht Sinn der Sache. Von daher, man muss bestimmte Laune haben. Man muss nicht zu müde sein und auch nicht zu munter. Man muss irgendwie so ruhig und ja, so in sich hinein meditieren, ja. Und wenn man als Profi-Pianist mehrere Stunden übt, dann übt man auch nicht, weil man Spaß hat. Also früher habe ich mal am Stück 8 Stunden geübt und ja gut, diese 6 oder 8 Stunden ging eigentlich so schnell vorbei, dass man das eigentlich gar nicht merkte. Also es ist wirklich so. Auch heute, wenn ich irgendwas spiele so spontan, es ist gefährlich, weil wenn ich dann auf die Uhr wieder gucke, dann kann sein, dass es jetzt 1 Stunde vergeht und ich nichts geschafft habe, einfach nur so mich abgeschaltet habe. Aber ja, zum Üben, Üben, also intensiv, an bestimmter Stelle üben, muss man nicht ja, mehrere Stunden sitzen. Manchmal reicht auch 20 Minuten. Dann hat man gezielt was wiederholt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, weil man muss auch konzentriert sein. Wenn man jetzt mehrere Stunden sitzt, dann irgendwann schaltet unser Gehirn ab. Man kann dann einfach nur wiederholen oder irgendwelche automatischen Stellen üben. Aber denken so viel kann man nicht am Stück. Von daher ist es nicht produktiv. Lieber mit kleinen Stückchen. Johann Palinkas. Guten Morgen, Johann. Bin ein etwas älterer Anfänger, habe aber Spaß, von ganz vorne anzufangen. Es fehlt etwas an Geduld. Oh ja. Ja, je nachdem wie, ja, von ganz vorne, also von null fängst du jetzt an. Und also ich in diesem Chat duze ich alle. Ist das in Ordnung? Also ich sage jetzt alle du. Wenn du schon mal irgendwas gespielt hast, aber ohne Noten, einfach vielleicht nach Gehör,
dann wird das unheimlich schwer sein, jetzt nach Noten zu lernen, umzulernen. Aber wenn du vorher noch gar nichts gespielt hast, auch nicht nach Gehör und gar nichts, dann ist es schaffbar. Dafür habe ich Klavierlernen für Erwachsene Kursus. Dann erkläre ich von null alle Regeln und was man wissen muss und was hilft. Und eigentlich relativ schnell kann man schon Lieder spielen, sogar mehrere Lieder. Weil es gibt, ich habe festgestellt, es gibt ganz, ganz viele Lieder, die bestehen nur aus 5 Noten, aus 5 Tönen und aus einem Akkord. Und dann, wenn man das beherrscht, einfach nur 5 Töne und ein Akkord, kann man schon gleichzeitig mehrere Lieder spielen. Das war in meinem Klavierlernen-Kursus für Erwachsene Teil 2, 3 und 4. Gut, da war 2 Akkorde am Ende, aber es ist ja auch nur 2 Akkorde. Es ist auch schaffbar. Und dann kannten wir schon ganz viele Lieder spielen. Schau mal gerne vorbei, das wird bestimmt helfen. Christian schreibt, ich muss gerade nebenbei noch was anders machen. Darum wäre Mittwoch für mich besser, aber ich bleibe noch dabei. Ich werde sowieso heute kein Tutorial machen. Wir unterhalten uns einfach nur. Also du verpasst nichts, Christian. Und am Mittwoch kommt dieser Tutorial, aber nicht in Live-Chat, sondern einfach nur als Video aus. Es ist aber wirklich sagenhaft, wie schnell man bei dir lernt. Super, aber das liegt nicht nur an mir. Also ich wollte euch sowieso schon heute sagen, ich bewundere euch, wie talentiert ihr seid. Es ist wirklich so. Ich habe so viel Erfahrung mit Unterrichten. Eigentlich unterrichte ich hier in meiner Klavierschule schon ungefähr 15 Jahre. Und ich habe nicht geglaubt, dass man nach Video ohne Kontakt überhaupt irgendwas lernen kann. Ja, weil, also theoretisch schon, aber ich dachte, das ist nicht möglich, weil man hat keinen regelmäßigen Unterricht, also keine regelmäßige Motivation. Ja, also wenn wir zum Beispiel nicht üben, dann wissen wir, ah, aber nächste Woche ist Unterricht, also ich muss doch was tun. Ja, und das ist das, was uns hilft, doch was zu üben und dann voranzukommen. Wenn man nicht zum Klavierunterricht kommt, dann hat man doch diese Motivation nicht. Und dann dachte ich, das ist eh nicht möglich, dass man wirklich so motiviert ist und so gut organisiert ist, so richtig, ja, organisiert ist, um dieses Stück bis zu Ende zu lernen. Und ihr habt mir was anders bewiesen. Jetzt seit 2, 3 Jahren unterrichte ich auch in Live, also per Video. Und so viele Stücke habt ihr schon gelernt. Und das ist unglaublich. Jetzt liegt das nicht an mir. Also ich zeige euch im Video bestimmte Tricks und viel Theorie und schon super Sachen. Aber es liegt auch an euch, dass ihr das so annimmt und sich selbst motiviert und dieses Video dann nochmal anschaltet und nochmal weiter übt und so bis zum Stück fertig ist, das ist unglaublich. Einfach unglaublich. Da seid ihr so super begabt und motiviert. Ja. Okisin schreibt, danke für deine Tipps. Ich habe es übertrieben mit 4 Stunden Gitarre und anschließend Klavier mehrere Stunden. Aber ich freue mich riesig, wenn ich mit euch weiter üben kann. Übertrieben, das ist gut. Da freue ich mich. Also manchmal muss man auch ein bisschen faul sein. Das schützt uns vor solchen Unfällen, wenn man Hand zu verkrampft ist oder so. Also wenn man ein bisschen faul ist, das ist super. Das ist sehr gut. Ich kannte zum Beispiel einen Jungen, er hatte als Ziel Aufnahmeprüfung in der Hochschule. Und er war so motiviert, dass er einfach nur mehrere Stunden bestimmte Übungen gespielt hat. Er dachte,
das vierte Finger so schwach ist. Und ja, ist es auch. Vierter Finger ist am schwächsten. Und er wollte vierten Finger so viel stärker machen, mit Kraft, ja, mit Gewalt, dass er bestimmte Übungen ganz, ganz viel mal wiederholt hat. Und dadurch hat er dann irgendwann mal eine Entzündung bekommen. Die ging auch nicht weg. Und dann durfte er ab dann gar nichts mehr Klavier spielen. Ja, da sage ich immer, man muss ein bisschen faul sein. Also das es ist ganz, ganz nützlich. Wenn man merkt, man müde ist, muss man ausruhen. Wenn man merkt, dass irgendwas nicht stimmt, muss man auf Bauchgefühl hören. Also, und jedes Mal, wenn wir Klavier spielen, so, soll immer zu Spaß sein. Einfach nur zum Entspannen, zum Meditieren, zum Abschalten, ja? Besonders in dieser Zeit. Ich finde das ganz toll. Also, alle Leute, die jetzt Klavier spielen, profitieren unheimlich davon. Weil sie, ja, wir sind dann in einer anderen Welt. Es ist egal, was rumherum passiert, wir haben unsere eigene Welt und können uns da bleiben, uns entspannen, ja. Das ist schon ganz toll. Bernd schreibt, zur Motivation, jeder kann singen und auch jeder kann auch Klavier lernen. Das ist wirklich so und kein Spruch. Glaubt an euch und jeder macht Fortschritte. Ja, singen ist auch super Sache. Und auch Klavier spielen. Und auch eigentlich jedes Instrument, ja. Oder malen. Alles, alles, was mit Kunst zu tun hat. Ja. Erzählt vielleicht über eure Stücke. Also wer von euch in dieser letzten Zeit was gespielt hat? Wo seid ihr im Moment? Wo steht ihr? Also ich habe bei mir, von mir erzählt. Also bei mir aktuell Outlander und Flucht der Karibik. Was spielt ihr so? Alexandra, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Was spielst du im Moment? Bei dir waren doch ganz, ganz viele Stücke. Aber ein paar Monate hören wir uns nicht mehr so oft. Spielst du jetzt noch ganz was Neues oder machst du jetzt Pause? Habt ihr keine Fragen, keine konkreten Fragen mehr, was euch noch fällt? Oder was interessiert vielleicht? Ich weiß, ich erkläre in meinen Videos alles total detailliert. Da bleiben vielleicht auch keine Fragen mehr, das ist gut. Also in meinem Klavierlernen für Erwachsene Kursus bin ich jetzt bei Teil 15 angekommen. Und wir haben schon einige Menge gelernt. Wir spielen zwar noch drei Akkorde, Tonika, Subdominante und Dominante, in C-Dur und in G-Dur. Aber es kommt mit jedem Unterricht auch immer was Neues, an Kleinigkeit, sodass man sich nicht überfordert fühlt. Aber es kommt immer etwas anders, immer etwas Neues. Man fühlt sich immer wohl und merkt, man lernt immer was dazu. Es ist und ganz, ganz viele unterschiedliche Stücke. Also ich habe vor, in Teil 16 von den Lion Schläft Tonight ein Stück zu zeigen. Dafür brauchen wir auch nur drei Akkorde. Kennt ihr das? Da 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 Lion Schläft Tonight. Eigentlich ein alter Stück, bekannter Stück und auch sehr witzig. Und man spielt dieses Stück mit 5 Noten und mit 3 Akkorden. Zum Beispiel in C-Dur klingt das so. Musik.
Also wer diese Kurses mit mir jetzt bis dahin geübt hat, er kennt schon die Akkorde. Das ist Tonika, Subdominanta, Tonika und dann Dominante haben wir unten gespielt. Es ist total spannend. Also man kommt weiter und lernt langsam immer was dazu. Und das ist trotzdem nicht überfordernd und man hat immer ja, gemeinsame Sachen mit Unterrichten, die vorher waren. So dass das nicht alles komplett neu kommt, wie zum Beispiel, wenn man ein Stück lernt und dann lernt man ein anderes Stück. Da kann man wirklich manchmal keine Parallele finden. Die haben gar nichts miteinander. Also nichts Gemeinsames. Und in dem Kursus Klavierlernen für Erwachsene haben wir immer alte Sachen in jedem Stück und auch ein bisschen was Neues in jedem Stück. Das ist wirklich genial. So, wo waren wir stehen geblieben? Okisin schreibt Icy Fire, Ed Sheeran und Titanic-Thema. My Heart Will Go On habe ich als Tutorial. Auch für Anfänger und für etwas Fortgeschrittener. Zwei Varianten habe ich. Kann man finden auf meinen, ja, auf hobbypiano.de, auf meiner Seite. Und I See the Fire, Ed Sheeran hatte ich bis jetzt noch nicht. Vielleicht später mache ich diesen Tutorial. Johann Palinkas schreibt, bin gerade als Anfänger an dem Stück Standing in the Prayer. Super, das ist super. Dann wünsche dir ganz viel Spaß und da haben wir auch zwei Akkorde, ja, Tonika und Dominante und auch fünf Noten in der rechten Hand. Jetzt habe ich das im Kopf, diese Melodie nicht, aber ich meine ja. Ich freue mich für dich, ich wünsche ganz viel Spaß. Also wenn du dieses Stück auch spielen kannst, kannst du nachher auch noch viele weitere, weil die so ähnlich sind, auch noch spielen. Johann schreibt Tipps für den Anfänger Noten. Ja, da sind die Stücke, die wir in Klavierlernen für Erwachsene-Kurses lernen, auf jeden Fall. Und neulich hatte ich von Valentin Engel ein Buch auch. Das konnte man auch sagen, dass für Anfänger gut geeignet sind. Vielleicht jemand von euch hat von Valentin Engel Stücke gespielt. Schreibt bitte, was ihr dazu meint. Wie ist es für euch war? Ist das gut für Anfänger? Oder? Also ich finde das schon, weil wir haben in diesen Stücken von Valentin Engel, da sind Märchenland, ihr könnt auf meinem YouTube-Kanal finden, Sommerregen, der Springbrunnen und noch irgendwas, also vier Stücke. Die bestehen aus einem Motiv. Und wenn man dieses Motiv, kleines Motiv, übt, also gut spielen kann, danach wiederholt sich das immer, 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 vielleicht nur eine Stufe tiefer, aber das Gleiche, sodass man eigentlich nichts mehr Neues lernen muss. Einfach nur diesen Motiv immer wiederholen. Und dann klingt das insgesamt nach etwas mehr, nach fortgeschritten. Das würde auch sehr gut empfehlen. Also das klingt wunderschön und einfach zu spielen. Also für Anfänger doch super geeignet. Also alle meine Schüler sind begeistert von diesen Stücken. Da kann ich auch sehr gut empfehlen. Gerade wenn man Anfänger ist, ja, aber man möchte gerne etwas Schönes spielen und nicht irgendwelche ja, langweilige Lieder oder Übungen. Und das ist auch genau das Richtige. Es klingt einfach wunder, wunderschön. Also schau gerne an Valentin Engel auf meinem YouTube-Kanal. Oder man kann das auch bestellen als kompletten Unterricht. Okisin schreibt, wie wichtig findest du Tonleitern? Tonleitern sind nicht wichtig. Eigentlich nicht wirklich wichtig. Aber wenn du Profi sein möchtest, sollte man das können. Weil wenn man Tonleitern spielen kann, das ist so vergleichbar, wenn man laufen kann zum Beispiel. Laufen ist doch auch nicht wichtig im Leben. Man muss eigentlich nicht laufen können, aber es ist gut,
weil es trainiert Muskeln und man bleibt dabei auch fit und man hat, ja. Und genauso Tonleitern, die sind, man muss nicht Tonleitern spielen, aber es ist gut. Also wenn man Profi ist, sollte man auf jeden Fall. Eigentlich habe ich vor, irgendwann auf meinem YouTube-Kanal auch alle Tonleitenarten, die es gibt, zeigen. Also jetzt, bis jetzt hatte ich nur kurze Arpeggio gezeigt, weil das am wichtigsten ist. Aber es gibt noch normale Tonleiter, also gerade Bewegung. Das dann klingt so. Zum Beispiel nehmen wir jetzt D-Dur. Dadurch, dass man mit kleinen Akzenten spielt, stärken sich die Finger und entspannen gleichzeitig. Man spielt nicht alles laut, sondern nur einen bestimmten Akzent. Und gerade diese Note, die Akzent hat, macht unser Finger ein bisschen stärker. Alle anderen bleiben schwach und entspannt. Und dann kann man ganz schnell spielen, trotzdem entspannt zu sein. Und dabei bleibt man entspannt, weil nicht alle Finger gleichzeitig angespannt sind. Nur dieser Akzent. Das ist normalerweise muss man das spielen bis zur Mitte, dann auseinander, dann wieder zurück, dann nach oben, dann zurück, dann auseinander, zusammen und dann so. Je schneller man spielt, desto weniger muss man, desto seltener muss man Akzente machen. Im langsamen Tempo geht noch. Es geht noch so. Aber wenn man so schnell spielt, dann lieber ein Akzent, ja, pro Oktave. Und dann hier. Das wird dann seltener. Das ist so, wie wenn man Auto ganz schnell fährt, dann sieht man immer weniger, was draußen ist. Ja? Also man sieht nur zum Beispiel eine Laterne und dann in 100 Meter wieder eine Laterne, wenn man sehr, sehr schnell fährt. Und wenn man etwas langsamer, 30 Geschwindigkeit fährt, dann sieht man etwas mehr, einen Busch noch und noch einen Baum, ja? Und genauso hier, je schneller, desto seltener. Ja, das war die normale Bewegung. Dann diese gleiche Bewegung kann man als Terzen spielen und als Sechsten. Das heißt, wir fangen hier normal an, mit dem C zum Beispiel, in C-Dur. Und hier nicht mit C, sondern mit E. Und dafür ist es dritter Finger. Dann entsteht eine Terz. Und jetzt müssen wir unser Finger weiter bewegen. Gleiche wie eben war, nur versetzt. Also das wird dann mit Terz angefangen. Schon 1000 Jahre das nicht mehr gespielt. Ja, und dann gibt es noch Sechsten. Da fangen wir unten mit dem Terz an, mit E, und oben mit C. Dadurch entstehen Sechsten. Also Sechs ist auf Italienisch, Sechste ist Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das mussten wir früher alles spielen. Wir hatten so eine technische Prüfung und dann mussten wir alle Tonarten, die es gibt, von allen Schwarzen und Weißen und Moll und Dur und alle Arten spielen können. So, das war und auseinander und zurück und nach oben. Und dann kam chromatische Tonleiter. Das ist, wenn man Halbtonschritte spielt. Das ist immer so kleine Sekunden, wie bei Hummelflug. Das Klavierlernen für Erwachsene, hilf mir, welcher Teil war das? Acht, oder? Nee, acht nicht. Sechs oder so. Also Hummelflug war. Das besteht auch aus chromatischen Tonleitern. Deswegen ist auch wichtig, diese ganzen Übungen spielen zu können, weil es kommt immer in Stücken vor. Und wenn wir schon das fließend spielen können, dann ist es einfacher, wenn ein bestimmtes Stück spielt. Dafür ist es gut. Aber man sagt nicht, dass es jetzt unbedingt notwendig sein muss.
Man kann auch in Stücken das neu kennenlernen und extra üben. Ist natürlich nur Vorteil, wenn man das schon vorher kennt. Dann geht einfach schneller. Naja, und ganz viele andere Übungen. Akkorde, Kurzarpeggio, Langarpeggio, Oktaven. Und dann gibt es noch eine gute Übung, das heißt 12 Akkorden. Also man spielt von C, Dur. Akkord, dann Dur, Quad, sechster Akkord und Moll und dann Septakkord und alle Umkehrungen von Septakkord und alles von C und auseinander. Ah, da muss man auch ganz viel üben. Also, das ist eigentlich alles wichtig, aber man kann auch ohne. Man kann auch schöne Stücke spielen, wenn man diese ganze Übungen nicht kann. Aber es gibt für die Profis, die das unbedingt beherrschen müssen. Sie müssen ganz viel Kraft im Finger haben. Und dafür muss man stündchenlang das alles spielen. Weil allein mit Stücken bekommt man keine Kraft in den Fingern. Man muss richtig laufen, richtig Training machen und dafür sind diese Übungen da. Hans-Joachim Reiter, guten Morgen. Vielen Dank für deine Patron-Anmeldung. Habe ich heute bekommen, habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Ich bin ein schon älterer Teilnehmer und heute das erste Mal in deinem Live-Video. Ja, wir haben auch schon lange keine Live-Videos gemacht. Ich freue mich, dass du auch heute geschafft hast. Ich denke, dass ich durch meines fortgeschrittenes Alter bei dir Klavierspielen erlernen kann. Ich hoffe das auch, ich bin mir sicher. Also dieser Klavierlernen für Erwachsene-Kurs ist genau eigentlich so für dich gut geeignet. Ich hoffe, dass es dir hilft und kannst du mir gerne schreiben, wie du vorwärts kommst. Bernd schreibt zu Hans-Joachim: Ich habe auch erst mit 64 Jahren angefangen. Geht in jedem Alter. Absolut. Das stimmt wirklich. Also wir können in jedem Alter lernen, weil ja, das ist einfach erstaunlich. Ich hatte mal eine Schülerin, sie ja schon fortgeschrittene Probleme mit Gedächtnis. Und eigentlich alle Ärzte haben gesagt, ja, das ist einfach so. Und sie war sehr musikalisch und früher in ihrem Leben schon was mit Musik gehabt, war eigentlich aktiv, was Musik betrifft, aber so richtig Klavier hat sie noch nicht gespielt. Und ja, und dann kam sie zur ersten Stunde zu mir. Und ich war so begeistert, dass also sie kann wirklich mehrere Sachen nicht merken oder nicht mehr erinnern. Aber sie konnte wirklich neue Sachen lernen. Unglaublich. Wir haben zusammen diese linke Hand neue Akkorde gelernt und sie hat mit beiden Händen gespielt und es ging vorwärts. Dann dachte ich, das ist unbeschreiblich. Also von daher, man kann auch mit 80, also solange man noch lebt, kann man eigentlich was lernen. Das ist wirklich so. Solange man gesundheitlich sich gut fühlt und am Klavier sitzen kann, ja, einfach nur sitzen kann, dann kann man auch spielen. Das ist ganz schönes Hobby. Man muss dafür auch nicht fit sein, man muss nichts Schweres tun, einfach nur sitzen und schöne Musik spielen. Das ist einfach nur wunderbar. Piet Mühl, guten Morgen. Ich kann dir nur zustimmen. Lerne Let It Be.
Juhu, let it be, das ist ja schön. Bernd Herz, guten Morgen. Ein Rentnertreffen. Ich bin 62, ja. Und fange auch ganz von vorne an. Super, ja, das ist wirklich. Also, man kann das, es gibt keine Grenze. Man kann sich, also, ich glaube, gerade jetzt kann man das gut lernen, weil man ist so ein bisschen für sich irgendwie. Man hat vielleicht nicht so viel rumherum, Ablenkungen, Kinder sind schon groß und da kann man sich auch was, ja, was leisten, was man eigentlich gerne mag und dafür ist es genau der richtige Zeitpunkt. Christian Hamburger, ich noch 66. Ja, prima. Bernd schreibt, prima, mit 62 Jahren hilft der Seele und dem Hirn. Ja. Ja. Christian schreibt, das geht aber nur, wenn die Finger noch gerade sind. Elena. Finger müssen auch nicht gerade sein, aber man kann mit jedem Finger, egal welche Finger spielen. Hauptsache, man im Kopf fit ist, also dass man hier noch merken kann. Finger spielen keine Rolle, sie können auch krumm sein oder auch gerade, ist egal. Hauptsache, grundsätzlich, gesundheitlich, man kann sich das leisten, einfach nur am Klavier zu sitzen. Dann klappt das alles. Man muss sich einfach nur wohlfühlen, aber welche Finger, das spielt keine Rolle. Ja. Hans-Joachim Reiter schreibt: Ich bin schon fortgeschrittener Rentner mit 75 Jahren und habe den Erwachsenenkursus gebucht. Ja, ich wünsche ganz, ganz viel Spaß. Also zwischendurch sind dann noch schwierige Übungen, zum Beispiel, was ich jetzt gezeigt habe, am Anfang kurz Arpeggio, das ist schwer, aber man braucht das nicht. Wenn das für dich nicht nützlich ist, dann nimm das einfach nur als Information. Das war einfach nur so, um eine Frage damals zu beantworten, die ich dann spontan bekommen habe. Einfach nur, weißt du Bescheid, dass es gibt Kurzarpeggio und bleib dabei. In deinen Stücken brauchst du das nicht. Von Klavierlernen für Erwachsene Kurses, Basis für dieses Kurses ist, dass man Hauptakkorde in der linken Hand lernt, dass man weiß, was Tonika ist und wofür man das wissen muss, also alles rumherum und Tonika und Dominanta und fünf Noten in der rechten Hand. Und mit jedem Kursus geht das immer weiter. Dann irgendwann mal kommen sechs Noten, irgendwann kommen andere Fingersätze, irgendwann kommt noch was Neues und immer eine Kleinigkeit. Du kannst eigentlich so weit gehen, bis du merkst, du kommst mit. Also im Moment bin ich bei Nummer 16. Also nächste Woche werde ich Nummer 16 machen bei Klavierlernen für Erwachsene. Man kann jeweils immer drei Kurse dazu buchen. Und dann schauen immer, kommt man mit? Wie weit kommt man mit? Deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Johann schreibt, wie funktioniert das Buchen? Buchen von Unterrichten. Man kann einfach einen bestimmten Unterricht kaufen. Das bekommt man entweder, also wenn man möchte, kann ich als USB-Stick per Post schicken. Dann hat man was in der Hand, kann man zu Hause einfach jederzeit benutzen, diesen USB-Stick. Und auf eigenen Computer speichern, jederzeit anschauen, auch ohne Internet. Ja? Oder wenn man möchte, kann man als Download-Link bestellen. Dann schicke ich ein E-Mail und dort steht Link, muss man da drücken und speichern auf eigenen Computer. Dafür braucht man
am Anfang Internet beim Speichern, aber dann hat man das schon auf eigenem Computer, diesen Unterricht, und kann jederzeit das anschauen. Ist eigentlich ganz gemütlich. Also wir sind nicht von Internet abhängig, nur am Anfang beim Speichern, und dann kann man jederzeit anschauen. Mehrmals und mehrere Jahre, und jedes Mal, wenn man dann Lust hat, nochmal zu wiederholen, kann man wieder diesen Unterricht anschauen. LL, meine Tochter ist 9 und möchte schon länger lernen. Nun geht ja kein Klavierunterricht in Präsenz, und sie hat sich sehr gerne deine ersten Videos angesehen und übt. Das ist ja großartig. Sie ist sehr motiviert. Das bedeutet, sie ist sehr begabt. Da sollte man auf jeden Fall helfen und fördern. Fordern und fördern. Ja. Super, großartig. Ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg. Christian schreibt: Ja, das mit dem Gedächtnis stimmt. Ich kann etliche Stücke einfach aus dem Gedächtnis spielen. Toll, das ist natürlich das, was uns sehr hilft. Wenn man musikalisch ist, dann hört man Musik schon im Kopf. Also ja, man hat manchmal so einen Urwurm, dass man dann summt oder singt irgendwas. Das ist sehr wichtig, weil beim Spielen hört man auch, und dieses Ergebnis, was rauskommt, hört man, und sogar voraus hört man. Dann wird Musik lebendiger und es klingt schöner. Ich glaube, ihr alle, die jetzt im Chat seid, ihr alle seid begabt und ihr alle habt Musik im Kopf. Und das ist das, was motiviert und was uns hilft, die Stücke so zu lernen. Weil es ist nicht selbstverständlich. Manche Leute haben das nicht. Sie können spielen nur nach Verstand. Also sie können nur nach Noten spielen und sie können nicht wirklich hören, was sie spielen. Das heißt, wenn sie manchmal auch falsche Note spielen, hören sie das nicht. Sie machen nur, weil das so steht, und dann welche Finger, welche Note. Aber so dieser Zusammenhang, dieses Gefühl haben sie nicht. Also manche begabte Leute haben das, aber es sind auch weniger begabte, die das weniger haben. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, wenn, ja, ihr habt das. Ich weiß das. Sonst würde er das überhaupt nicht schaffen, nach Video einen Unterricht zu lernen. Deswegen ist es super. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ja, dann kann man auch schneller spielen. Ja, Christian. Christian schreibt: Ich habe Sound of Silence gekauft. Wunderschönes Lied. Oh ja, genau. Und wie klappt das? Das ist auch eher für Anfänger. Ja? Sound of Silence. Da 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 dum. Da 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 dum. Da 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 dum. Da. Das ist so eigentlich ein sehr bekanntes Stück, ja? Rauf Piano. Guten Morgen. Ist es guten Morgen? Schon fast Mittag, ja? Guten Tag. Ich habe Schwierigkeiten, mit beiden Händen zu spielen. Wenn man mit beiden Händen spielen möchte, sollte man erstmal mit der rechten Hand gut spielen können und mit der linken Hand gut spielen können. Und ja, wenn das einzeln klappt, dann kann man versuchen zusammen. Weil meistens ist es so, wenn man mit der rechten Hand nicht spielen kann, sondern vielleicht nur mit der linken klappt, dann hat man natürlich mit beiden Händen Probleme. Dann ist es ja dann die Sackgasse, dann ist es ja so ein zu viel auf einmal. Bedeutet, dass irgendwo noch ein Knoten ist. Man muss wirklich erstmal separat ganz gut können und dann zusammen versuchen. Manchmal. Aber manche Stücke gibt es,
da wo man gleich mit beiden Händen spielen muss, sofort von Anfang, dass die ergänzen sich. Es gibt solche Momente, wo man mit beiden Händen sogar schneller lernt als nur mit separat. Also das ist von Stück zu Stück unterschiedlich. Also wenn bei dir sofort nicht klappt, dann gehe ich davon aus, dass du mit der rechten Hand nicht alleine spielen kannst. So jetzt, ohne dich zu kennen, einfach mal so als Vermutung. Es ist meistens so. Versuch mal mit der rechten Hand langsam zu spielen. Ich glaube, das klappt nicht. Also wenn in der rechten Hand Probleme sind und du nicht im langsamen Tempo spielen kannst, sondern kannst nur schnell spielen, nach Gehör und einfach nur schnell. Das reicht nicht. Du musst ganz langsam spielen können. Ganz, ganz langsam. Und alles kontrollieren. Wenn du das schaffst, dann schaffst du auch mit beiden Händen. Probier mal. Es gibt natürlich auch noch mehr Tricks, aber ich schätze mal, das ist Trick Nummer 1, was zu 90% ist. Dass, wenn wir begabt sind und wir können bestimmte Melodie nach Gehör spielen, zum Beispiel Sound of Silence. Ich weiß nicht, welcher Tonart, aber. Wenn man nur so schnell spielen kann und sich keine Gedanken macht, welche Töne da sind, man kommt irgendwie vorwärts, aber man macht das nicht bewusst, sondern irgendwie. Einfach nur schnell vorübergehend und nicht, ja, man kann das eben in langsamem Tempo nicht wiedergeben. Nur so schnell. Dann kriegt man Probleme bei Zusammenspielen mit beiden Händen. Man muss das bewusst spielen können, zum Beispiel so. Auch wenn es langweilig ist. Man muss das können. Jede Note ganz bewusst. Auch wenn es langweilig ist. Aber wenn man das schafft, dann schafft man mit beiden Händen auch. Das ist meistens so. Probier mal bitte. Sülke, guten Tag. Freue mich, dass du auch da bist. Bei mir ist es so, dass die linke Hand immer synchron mit der rechten spielen will. Das unabhängige Spielen fällt mir schwer. Ich spiele jetzt 8 Monate. Wird das besser? Das ist aber sehr natürlich. Das ist bei jedem so, dass die linke erstmal spielt das, was die rechte macht. Das ist als erstes bei allen Menschen so. Und natürlich wird das besser. Man muss einfach die Stelle nehmen, da wo das passiert, und sich zwingen, dass die rechte dahin geht und die linke dahin geht. Bewusst. Alles kontrollieren. Dann klappt das. Also manchmal müssen wir wirklich jeden Schritt kontrollieren. Jeden Schritt. Weil es klappt nicht automatisch sofort. Die rechte macht was anders, linke macht was anders. Das klappt nicht. Manchmal muss das erstmal mit dem Kopf kontrollieren. Ganz langsam, jeden Schritt. Zum Beispiel, wenn ein Kind laufen lernt, dann steht er auch und wackelt auf dem Beinchen. Und guckt ganz kontrolliert und jeden Schritt ist es wie ein Kampf, ja? Und wir laufen ohne zu denken. Wir können auch rückwärts laufen oder irgend anders zu laufen und wir kontrollieren nicht jeden Schritt. Wir können parallel noch ganz was anderes denken. Und genauso ist es hier. Es funktioniert nicht automatisch, zack, und es geht. Es ist normal, dass es nicht geht. Man muss wirklich ganz, ganz langsam Tempo etwas langsamer machen und Finger sollten nicht schneller als Gehirn sein. Finger sollten genau in dem Tempo spielen, wie wir schaffen, das zu denken. Und dann ein paar Mal wiederholen, so in diesem Sinne. Kontrolle jede Note. Und du wirst merken, dass irgendwann funktioniert das ein bisschen schneller, ein Stückchen schneller.
nochmal drüber schlafen, dann funktioniert es noch ein Stückchen schneller. Und so kommt man dann zum Ergebnis, dass sie dann unabhängig voneinander spielen können. Das passiert nicht auf einmal, das muss man wirklich ein bisschen üben, ganz, ganz langsam und dann drüber schlafen. Und dann wieder langsam. Das ist bei allen so. Und dann irgendwann klappt das besser. Christian schreibt, super geht das mit Sound of Silence. Ja, wirklich? Ja, bei Sound of Silence haben wir Melodie und Akkorde, ja? Ja, und die Akkorde gehen auch manchmal nach oben, manchmal nach unten, unabhängig von Melodie. Dann muss man auch lernen. Also das ist in jedem Stück so. Ja, das war eine sehr gute Frage mit Zusammenspielen. Also merkt ihr einfach nur diesen Tipp, Finger müssen nicht schneller sein als Gehirn. Niemals. Sonst man hetzt sich selbst und ja klar möchte man irgendwann mal auch schnell spielen können und auch vielleicht jemanden ja, zeigen können. Aber für sich, also wenn man übt, dann, und das ist auch nicht einfach, aber versuch mal, dass Finger genauso in dem Tempo spielen, wie wir denken können. Dass wir jede Note kontrollieren. Gerade bei uns Erwachsenen. Wir wollen alles kontrollieren. Kinder, sie können einfach irgendwas machen, machen sie da gar nicht so viele Gedanken. Einfach nur, ja, läuft. Und wir Erwachsenen, wir möchten gerne doch jeden Schritt unter Kontrolle haben. Und wenn wir etwas spielen, auch. Also man muss ja diese Finger kontrollieren und das und was linke Hand spielt und gleichzeitig. Versuch mal so in diesem Tempo zu spielen. So schnell, wie ihr denken könnt. Christian schreibt bei The Show Must Go On von Queen. Spiele ich erstmal links die Grundakkorde, dann tue ich mir etwas leichter die ersten Takte, also da tue ich mir etwas leichter, die ersten Takte gehen. Jetzt habe ich nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall bei der Show Must Go On, erstmal linke Hand Grundakkorde. Ja, genau. Also man muss wirklich alles bewusst spielen. Nur so macht das Spaß. Ja? Man weiß, was man tut und man hört Ergebnis, was daraus kommt, dann ist man zufrieden. Weil wenn man irgendwas tut, was man nicht versteht, macht das auch gar keinen Spaß. Also man muss schon. Dafür ist Klavierlernen für Erwachsene-Kurse sehr gut, weil da wirklich wird jeder Schritt verstanden. Da fühlt man sich immer wohl und lernt man ein klein Stückchen weiter dazu und man bleibt dabei mit allem, was man kennt und was man spielt. Und ja, das ist sehr, sehr nachhaltig. Dann beherrscht man das wirklich, was man spielt und erkennt dann natürlich später auch in anderen Liedern. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen mit unserem Kursus Klavierlernen für Erwachsene. Wie weit wir kommen, weil das ist sehr, sehr gute, großartige Idee. So ganz von Null anfangen und wirklich ganz, ganz langsam vorwärts zu kommen zusammen. Ja. Schön. Ich denke mal, wir haben erstmal das alles besprochen, was wir eigentlich wollten, ja? Das war schön. Ich finde, sollten wir mal zwischendurch so ruhig uns treffen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr jedes Mal einfach nur so live fragen und auch sofort Antwort bekommen. Und vielleicht alle anderen haben auch noch einen Tipp, sodass man dann gegenseitig unterstützt. Also,
in Facebook, also das ist auch eine Gruppe. Falls ihr bei Facebook seid, könnt ihr gerne auch dort auf meine Gruppe registrieren und auch zwischendurch auch dort diskutieren und austauschen, wer was spielt und welche Probleme gibt. Dann fühlt man sich auch nicht alleine. Wir brauchen diese Unterstützung, ja? Vor allem ist es auch interessant, wenn jemand auch gleiches Stück spielt und wie das bei denen funktioniert. Dann fühlt man sich auch schon so verstanden und auch ja motiviert. Sülke schreibt, selbst einfache Stücke wie Kinderlieder klingen bei mir irgendwie alle gleich. Sie werden vom Tempo her immer gleich schnell und klingen daher alle ähnlich. Woran liegt das? Sogar Kinderlieder. Aber Kinderlieder sind alle gleich. Sie sind wirklich alle gleich. Kinderlieder. Da kann man auch nicht groß was machen. Zum Beispiel Summ, summ, summ. Wer da summt hier rum? Bienchen summt hier rum. Oder der Kuckuck und der Esel. Oder ja, Volkslieder, Kinderlieder, sie klingen alle so etwas fröhlich und etwas so nicht groß traurig. Weißt du, Silke, woran das noch liegt, dass sie alle gleich klingen? Die haben alle eigentlich gleiche Akkorde, zum Beispiel Tonika und Dominanta. Und das war's. Weil alle deutsche Volkslieder, Kinderlieder zum Beispiel. Oder guck mal, da sind immer nur zwei Akkorde. Und Tonart ist C-Dur. Dann haben wir C-Akkord und G-Akkord, Dominante. Und deswegen klingen sie alle gleich. Weil die Akkorde sind gleich. Und passiert nichts mehr. Wenn man irgendein anderes Lied nimmt, zum Beispiel Outlander, wir haben hier in diesem Stück vielleicht zwei Tonarten zwischendurch. Und bei anderen Liedern hat man so unterschiedliche Läufe, zum Beispiel Tonika, Subdominante, Dominante, Trugschluss, sechste Stufe. Und dann kommt irgendeine zweite Stufe und dann fünfte Stufe und noch unterschiedliche spannende Läufe. Aber hier haben wir doch immer Tonika und Dominante. Deswegen klingt das immer gleich. Das liegt nicht an dir. Man kann auch nichts anders spielen. Man kann sich nicht vorstellen, das wäre ein Chopin. Deswegen. Dann, wenn das dir langweilig ist, vielleicht überlegst du noch etwas anderes, was man noch spielen kann, was Frisches. Also ich kann vorschlagen von Valentin Engel die Lieder, die sind auch sehr gut für Anfänger geeignet. Oder schau gerne auf meinen YouTube-Kanal, was ich da so gemacht habe. Das wird Zeit, auch was Neues zu spielen. Weil immer Kinderlieder, das ist ja am Anfang sehr gut zum Befestigen, zu wissen, diese Hauptakkorde kennenlernen, das ist sehr, sehr wichtig. Aber kommt Zeitpunkt, wo es langweilig wird. Das bedeutet, man muss ja was anders spielen. Silke schreibt, stimmt, danke. So habe ich das noch nicht gesehen. Ich dachte, es liegt an mir. Nein. Christian schreibt, hast du die Noten zu Feelings, Irena? Ich heiße Irina. Zu Feelings? Ich meine, ich kann noch finden, wo ich das im Internet gesehen habe. Kannst du mir gerne ein E-Mail schreiben und ich suche, wo man das finden kann, also im Internet. Es gibt bestimmt. Schreib mir gerne ein E-Mail, okay, Christian?
Okay, ja, das war sehr, sehr schöne Zeit zusammen. Ich habe mich auch sehr gut gefreut. Also sehr, sehr richtig gefreut, weil das ist wirklich großartig, was heutzutage man machen kann im Internet. Auch so treffen und einfach nur so diskutieren über alles und live. Und ja, können wir gerne jederzeit nochmal wiederholen. Und wie gesagt, auf Facebook bei meinen Community. Da kannst du oder könnt ihr gerne euch dann auch registrieren. Dann, wir sehen uns schon am Mittwoch mit diesem Tutorial. Und für heute wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag. Vielleicht macht was Gutes draus. Entspannt euch, vielleicht spielt ihr noch irgendwas jetzt gleich nach unserem Chat. Dann ist man noch ein bisschen motivierter und man kann gleich was wiederholen. Ich freue mich auf unser nächsten Treffen, auf unsere Videos und schau gerne auf meine Internetseite, falls du irgendwas Neues spielen möchtest. Dort gibt es ganz viele tolle Vorschläge und meine Tutorials. Genau. In diesem Sinne, alles, alles Gute. Ich freue mich, dass wir uns haben und das Beste daraus machen können in dieser schwierigen Zeit. Das ist großartig. Schönen Sonntag und bis später.